Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Die Sklavin des Rockers von Bärbel Muschiol mitgebracht. Das ist der erste Band einer Kurzromanreihe. Und ich warne euch schon mal vor, in der Reihe ist der Fokus ziemlich auf Sex. Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Die Sklavin des Rockers von Bärbel Muschiol mitgebracht. Das ist der erste Band einer Kurzromanreihe. Und es geht in dem Buch um Janka. Und die wurde entführt. Eben noch war sie in einem Moskauer Club feiern. Im nächsten erwacht sie irgendwo, umgeben von vielen anderen Frauen mit ähnlichen Geschichten. Sie wurden wie Vieh verladen und in die USA geschleust, genauer nach New York. Hier sollen sie als Sklaven an den Meistbietenden verkauft werden. An eine Flucht ist nicht zu denken, bis plötzlich Motorräder auftauchen und sich diese Männer eine wilde Schießerei mit Jankas Entführern liefern. Sie nutzt ihre Chance. Doch einer der Rocker fängt sie wieder ein. Er bietet ihr einen Deal an. Wenn sie bereit ist, für eine begrenzte Zeit seine Sklavin zu werden, sorgt er dafür, dass sie wieder nach Hause kommt. Diese Reihe ist wieder deutlich härter als die, die ich zuvor gelesen habe. Der Fokus liegt mehr auf Sex und Unterwerfung als auf allem anderen. Ich persönlich fand es schade, weil ich es lieber mag, wenn es mehr normale Interaktion zwischen den Protagonisten gibt. Ich fand es schade, dass Dexton Janka als Sklavin wollte. Gerade mit ihrer Vorgeschichte fand ich das extrem unsensibel. Ich hätte mir gewünscht, dass er da einfühlsamer gewesen wäre. Er hätte das ja anders formulieren können. Janka ist aber auch keine hilflose Frau. Sie ist Russin und sie hätte sich längst gegen ihre Entführer aufgelehnt, wenn die nicht alle Frauen, die das versucht haben, unter Drogen gesetzt hätten. Das Risiko würde sie einfach nicht eingehen. Bei Dexton ist es wieder was ganz anderes. Ich fand die Geschichte nicht schlecht, aber der Fokus lag eindeutig auf Sex und Unterwerfung und nicht auf Gefühlen. Und das fand ich einfach schade. Ich mochte die Reihe, die ich so vorgelesen habe, mehr. Aber wenn man ein Erotikbuch mit einem Rocker lesen will, der alles andere als rücksichtsvoll agiert, ist man hier ganz sicher richtig. Von mir bekommt das Buch 3 Sterne. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!